Tja, wenn Stefan Raab nicht Stefan Raab wäre, dann würden ihm zu dem Clip bestimmt ein paar sehr gehässige Witze einfallen. Wir beschränken uns da mal kollegialerweise auf den vorsichtigen Hinweis, die Cowboystiefel und die rindsledernen Jeanshosen zu beachten. Ja, und das war der Song eines Moderators von einem damals sehr kleinen, aufstrebenden deutschen Musiksender, der einen weltweit agierenden Musiksender sehr, sehr geärgert hat. Und Bertie Fuchs stand damals auf Platz 4 vor den Crash-Test-Dummies, die einfache, aber begnadete Idee hatten, einfach gar keinen Refrain zu schreiben, sondern einfach nur zu summen. Das war genial und vor allem massenkompatibel. Hier ist, ja, da kann man auch prima nach 10 Wodka noch mit.